Das ist das Gästehaus. Noch ist die Heimat weit weg, aber ihrem Herzen schon ganz nah. Wie ihre Augäpfel hüten Professor Balassem und seine Frau diese Bilder aus ihrem alten Leben im Irak. Vor einem Jahr flohen sie aus Bagdad vor dem alltäglichen Terror. In Jordanien suchte das Paar ein besseres Leben, doch das Exil ohne ihre Kinder halten sie nur schwer aus. Ich fühle mich hier erschöpft, sehr erschöpft. Schließlich ist das hier ein anderes kulturelles Umfeld. Außer Heimweh ist auch Geld ein Grund zur Rückkehr. Die Regierung zahlt, um Leute wie Professor Balassem zurückzuholen. Er bekommt das doppelte Gehalt, wenn er seinen Job an der Uni von Bagdad wieder annimmt. So steigt die Zahl der Heimkehrer, aber längst nicht alle wollen zurück in den Irak. Die Lage ist prekär. Sie könnte sich jeden Augenblick verschlechtern. Und selbst wenn sie sich verbessert, so gibt es Menschen, die nie in den Irak zurückgehen können. Die Minderheiten oder Menschen, die dort ein schweres Trauma erlitten haben. Nach Angaben der Vereinten Nationen leben an die 2,5 Millionen Iraker im Exil. In diesem Jahr sind etwa 15.000 zurückgekehrt. Wenn sie in der Heimat wieder so leben können, wie sie es wünschen, dann könnten viele ihrem Beispiel folgen.